Servus. Ab Mittwoch, 1 Uhr, könnt ihr für Eloa die Prüfung spielen. Und wir haben wie immer 60 lila Steinchen und die normalen Nebenbelohnungen. Ist ja von den Belohnungen her langsam nichts Neues mehr. Genau, wir gehen als erstes gleich zu dem hier rüber. So, der erste Kampf läuft etwas, ja, wie soll ich sagen, komisch ab. Aber wir benutzen Lucius und Zadrana vorn. Und in der Backline haben wir Cecilia, Eluard und Nakaroho. So, dann haben wir den Kampf gleich geschafft. Gehen wir gleich zu dem hier oben weiter. So, in dem Kampf nutzen wir genau das gleiche Team. Also Lucius und Zadrana vorn. Und hinten haben wir Cecilia, Eluard und Nakaroho. So, können wir gleich hier vorne wechseln. Gehen wir zu dem. So, das war ein relativ einfacher Kampf. Wir haben vorn Okio und Torne und hinten Eluard, Nara und Atalia. So, dann einmal nach links unten den Kampf. Okay, also Eluard und Torne überleben. Kleiner Fun Fact, achtet mal hinten links auf Eluard, wie der abgeht. Sieht ziemlich witzig aus. Okay, also wir haben Okio und Torne vorn. Und hinten haben wir Eluard, Nara und Atalia. Oder wisst ihr was? Ich zeige euch einfach mal kurz den Kampf. Moment. So, jetzt schaut mal an, wie der hinten gleich wieder abgeht. Wie ein Zäpfchen. Bop, 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 bop. Naja. So, mach mal links oben den Kampf gleich. Okay, wir spielen vorne Mesov und Varek. Und hinten haben wir Eluard, Belinda und Titus heißt der Gute. So, machen wir gleich den nächsten. Ja, da die Kämpfe eigentlich alle gleich waren, gehe ich davon aus, wir können hier genau das gleiche Team wieder nutzen. Ja, das sieht ja gut aus. Genau, dann nutzen wir für hinten rechts genau das gleiche Team wieder. Also Mesov, Varek vorn und hinten Eluard, Belinda und Tidus. So, wir machen das gleich nochmal auf die Steinchen. So, dann denke ich mal, ich habe diesmal ein bisschen mehr Glück. Ah, na gut, okay, eine Quinef, das ist okay. Quinef ist immer gut. Na dann, ich wünsche euch mindestens genauso viel Glück. Hoffentlich zieht da keine Futterhelden in Elite. Das wäre, naja, uncool. Also von daher, maximale Erfolge, viel Glück beim Ziehen und ja, dann wünsche ich euch einen schönen Tag oder Abend, je nachdem. Und ja, wir hören uns. Bis dahin. Ciao, ciao.